Hallöchen, YouTube. Wir sind hier wieder bei Let's Play Turkish. Und wie in der vorigen Folge, ich glaube, es war, ja, angekündigt, habe ich hier mal alles entladen. Nee, das ging von selber. Habe ich mich dazu entschlossen, nochmal wieder ganz neu, um die Motivation weit gesteigert zu halten, dass wir das mit den MFFS jetzt machen. Gleich nachdem der Quantum Suit voll ist. So, danke. Ich habe es eigentlich vorhin schon mal aufgeladen für 5 Minuten. Nur irgendwie... Jo, der Helm braucht halt ein bisschen was. So. Weiß ich irgendwas? Achso, hier ist wieder... Mach mal so. Ich mag das so viel lieber. Hat sich ja keiner mehr aufgeregt jetzt. Letztens. Und so. So, warte mal, wir machen das noch. Ganz cool. Nein, fuck. Per Fernsteuerung. So. Man kann übrigens auch, das habe ich noch nie gezeigt und so. Man kann übrigens auch lieber in den Frequenzen, wenn man auf Advanced geht, kann man... Zum Beispiel da jetzt diese, keine Ahnung, Reaktor 1 nennen oder so. Ja, wenn man dann woanders ist, dann kann man da direkt draufklicken. Man kann es auch direkt zulassen. Ich könnte das jetzt so lassen, aber ich mache das jetzt nicht so, weil es ist schön kompakt und so. Hat zwar keinen Sinn so, aber egal. Gut, mal fangen wir jetzt mal wirklich an. Wir werden wie viel brauchen? Nehmen wir mal 15. Ja, wenn wir schon auskommen damit. So, wir machen uns erstmal hier. Sind die stackable? Nee. Das ist blöd. Wo ist denn der Kern? Phosphil Core. Electronic Circuit, Frequency Transmitter, Electrolyzed Water Cell, Electrolyzer. Okay. Und ein Advanced Alloy. Ich habe damit nicht viel gemacht, von daher. Verzeiht mir, wenn ich es nicht kann. Aber das kennt ihr ja schon. Wir nehmen jetzt einfach mal einen ganzen Stack hier raus und hier von 2. Sollte dann schon passen. Wenn wir hier mal so zack, zack. Zack. Einmal. Advanced Alloy. Ups. Das ist doch hier oben richtig, ne? Ist ja. Also Electrolyzer. Nehmen wir mal hier. Dann brauchen wir nur Wasserzellen, Wasserzellen, Wasserzellen. Hier mal keine drin, nehme ich an. Tatsache, ich hab mal sogar welche drin. Gut, wir nehmen jetzt trotzdem hier raus. Gelb war es, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. So. Elektrolyse mal. Aber leise bitte. Haha. Wie macht man den nochmal? Ich habe schon keine Ahnung. Machine Block, Empty Cell, Copper Cable. Gut, ja. Das geht. Machine Block. Hier so, glaube ich, ne? Sollten dann auch bald mal hier dieses fertig sein. Schon. Eins hier. Eigentlich auch gleich dieses rausnehmen. Bräuchte halt ein paar Sekunden. Ich kann mir in der Zwischenzeit ganz unauffällig das Mikro wieder an den Mund stecken. Achso, die stecken ja sowieso, dann ist ja kein Problem. Okay, hätte ich fast auch erwarten können, wenn's, weil es sonst nicht weitergegangen wäre und so. Mit dem Elektrolabla. Zwei hier von...
dann haben wir einen Electrolyzer, der immer leiser wird. Ach Gott, es muss sehr anstrengend sein mit mir. Meinen Witzen. Ich fange schon an zu heulen und das ist nicht mal ein Scherz. Nee, so schlimm ist dann auch wieder nicht, aber... Man versteht mal, wie ich meine, so. Nee. Lolololo. So, machen wir das. Machst du. Wir brauchen hier sowieso wieder ein bisschen leere Zellen drinnen. Kann das auch nicht so schaden. I'm in Force Field Core. Wow, ich werde mir das nie wieder merken oder überhaupt nicht anfangen zu merken. Gut, das nächste Teil. Also, 1, 2, 3, 4. Machen wir uns einfach mal 4. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen werden tatsächlich, aber... ein paar halt. Pressfield Projector, MS Area Projector. MS Deflector? Also ich... Ganz ehrlich, ich dachte ja, ich würde mich danach ein bisschen auskennen, weil ich habe damit schon mal gearbeitet. Aber ist schon sehr lange her. Ich weiß nicht, dass es Fisch... Direction Fossil Projector, okay. Medin Core, Fossil Core Range Upgrade. Ja, kann man auch machen. Fossil Camouflage Upgrade, dann sieht man es halt nicht mehr. Reactor Connector. Also MFFS, nicht Fossil. Das ist, damit kann man dann Messungen und so projizieren und so. Heat Monitor Server, Heat Monitor Client. Remote Reactor Link. Tube Fossil Projector, Area Projector. Achso, da gibt es ja eh nur so ein paar Deflektor. Directional Fossil. Wie machen es den hier? Achso, man kann sich ja nicht bewegen, wenn man hier. Vier Advanced Alloy, ein Diamant, ein Electrolyzed. Electrolyzed Water braucht man irgendwie überall, ne? Scheint immer hier unten die... Diese vier sind immer gleich. Den Diamanten natürlich nicht, den zeige ich mir versehentlich. Außer hier halt. Range Upgrade. Okay. Gut, wir machen uns... Das Tube brauchen wir nicht, oder? Tube. Erstmal nicht. Würde ich sagen. Area Projector. Okay, wir machen uns den mal. Oder? Wir machen uns mal den Area fürs Haus. Obwohl, wir brauchen es ja hier sogar nicht. Ah! Schwachsinn. Nee. Gut, wir machen hier. Wir haben noch hier, nee. Directional, also den wollen wir. Hab schon richtig gesagt. Hier diese, dann 4 Advanced, okay. Hier so. 1, 2, 3, 4. Nein. Eigentlich könnte ich die ja fast ausschalten, die Mobs hier, ne? Die nerven eigentlich nur. Gerade mal so. Dann wäre es auch irgendwie langweilig. Irgendwie... Es müsste neue Mobs geben, die total... interessant sind und so. Ja. Ich mache jetzt einfach mal... Hier so ein paar...
Elektrolyse, was? Ach so. Okay, ich brauche natürlich Wasserzellen. Ist klar, denke ich. Also sollte klar sein. Wie man sieht, ist es nicht klar. So, jetzt aber. Elektrolysiertes. Kommt das irgendwie immer falsch vor? Weil wir haben ja. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Nö. Nee, egal. So. Da. Hui. Wir springen um unser Leben, das nicht in Gefahr ist. Hui. Hahaha. Hat sie sich verletzt? Die Sau. Nye. Warte. So. So, ich habe keine Frames mit. Nee. Okay. Ach so, übrigens, ich habe hier mal ausprobiert, auch das Limit höher zu setzen, wie viele Blöcke man bewegen darf. Allerdings will es einfach nicht. Es will einfach nicht. Überhaupt nicht. Also, wir haben ja hier überall genug. Es ist komisch, nur, ne? Hier diese komischen Streifen hier, die ja immer anzeigen, ob denn was... Ich kann es ja hier mal zeigen. Wir haben ja hier die 4992. Ne? Es bewegt sich zwar, aber es passiert nichts. Hier unten auch. Ne, hier nicht. Hier an der Seite, das bewegt sich ja sonst auch. Wenn hier sieht. Aber hier bei den Teilen, die das ganze Ding hier bewegen sollten, da tut sich irgendwie nichts. Was ich aber gar nicht mal so nett finde, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Also es sollte ja eigentlich funktionieren, aber nur irgendwie, es will halt nicht so recht, ne? Weil ich glaube, ich muss ja nicht überall irgendwas drauf haben, oder? Ist mir jetzt gerade so eingefallen, es könnte auch eine Möglichkeit sein. Dass überall irgendwo was drauf sein muss, aber nee, sollte eigentlich nicht sein. Ich habe es, glaube ich, schon mal auf 5000 draufgesetzt, also 5000 Blöcke hier. Oder 5000 Items, was auch immer. Und es hat trotzdem nicht funktioniert, das nervt mich. Aber egal, wir müssen uns mal ein bisschen hier Frames wieder bauen. Denn wir brauchen die auch mal wieder. Unser UFO ist ja noch nicht fertig. Mittlerweile weiß sowieso jeder, dass ein UFO ist, weil ich es schon gesagt habe und so. Ein UFO. UFO. Und so betonen. UFO. Ein UFO. UFO. Ein Doppel-F. Passt perfekt zum MFFS. So, hier? Wie machen wir nochmal die Karte hier? Force Field. Underwater Upgrade, das, zu Stone werden, das ist. Weil wir das nochmal. Zapper Upgrade brauchen wir nicht jetzt hier, das tut nur weh. Core Range Upgrade, Core Storage Upgrade. Tube, das können wir uns eigentlich auch gleich machen. Force Field EU Injector. Das brauchen wir auch. Denke ich. Sollte, ja. Das Underwater. Block Cutter möchte ich nicht haben. Das Underwater Upgrade. Das, könnte man auch, ich weiß noch nicht mal, ob, ob
wie das mit dem Wasser war, ob es das automatisch wegmacht oder ich oder nur mit dem ab. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Muss ich ausprobieren. Irgendwo, wo es nicht stört, weil im Meer wäre das sehr, sehr blöd, weil da die Wasserblöcke wieder hinzupacken, wäre schon viel Scheiße. Ja. Das wollte ich sagen. So, dann noch 3 Diamanten. Zack, zack, zack. Und dann noch 2 Jivan. Hier hin und hier hin. Und dann haben wir das Tube Protector Ding. So, wir haben jetzt das Directional Tube und dann brauchen wir noch das Force Field EU Injector. Nein, das brauchen wir. Bad Box, we find iron. Okay. Okay. Ach so. Genau, wegen der Bedbox habe ich hier reingeschaut. Die war in der Mitte. Zwei, drei, vier brauchen wir hier. Wir haben den EU-Injector. So, dann brauchen wir jetzt nur noch irgendwie ordentlich was an das, wo wir wieder sortiert haben. Ist ja klar. Soll alles ordentlich hier und richtig sein. Solar Panels. Wir können uns eigentlich gleich mal hier ein bisschen mal 4, 8. Ja, 8, 7, 6, 14, nee, 16, 20, so, zack, 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 und wir haben hier ich habe mich ja verzählt. Offensichtlich. So, dann haben wir hier halt 22, ist auch schön. So, hier von denen müssen 2 wieder rein, sowas. Dann. Ach, Schwachsinn. Müssen 6 rein. Ah! Denken! Ist gar nicht mal so leicht, ne? Ist ja immer schlimm. Sowas. Wenn man denken muss. Wir haben dann 2 MV. Jetzt müssen wir natürlich wieder sortieren. Ach ja, immer diese Arbeit. So, Frequency Transmitter. Ah, wir brauchen noch eine MFS-Card. Ups, falsch rum, so rum. Frequency Card, ID Card, Blank Card. Oh, okay, das geht ja. Ich geht ja. Brauche jetzt nur noch Papier. Papyrus, bitte sei. Achso, haben wir eh da. Papyrus ist kurz für Papier. Für die Leute, die es nicht wissen. Schon wieder 20 Minuten und das ist ja Wahnsinn. Gut, dann haben wir uns ein bisschen was gecraftet. Das kann man noch durchgehen lassen. Nicht, dass ich meine, weil es könnte doch. Wenn ich mehr gemacht hätte, dann wäre es eindeutig zu viel gewesen. Das würde die Standards brechen und so, und das wäre total unfair. Anderen gegenüber Mobs oder so. Egal. Die Folge halt, wie gesagt, hier ihr Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir irgendwas damit machen. Obwohl, die Karte brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ja, egal. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.